Wir lieben es, mit unseren Hunden zu knuddeln und sie zu streicheln. Es gibt nichts Schöneres, als nach einem langen Arbeitstag mit seiner Fellnase auf der Couch zu relaxen und den Tag ausklingen zu lassen. Manche Vierbeiner wollen aber ständig Körperkontakt und es gibt sogar welche, die andauernd auf ihren Frauchen oder Herrchen sitzen oder liegen wollen. Wieso manche Hunde ein solches Verhalten zeigen und ob man sich darüber Gedanken machen sollte, erfährst du im folgenden Video. Viele Hunde suchen den intensiven Körperkontakt zu ihrem Besitzer, weil es ein rassetypisches Verhalten ist. Manche Hunderassen sind einfach sehr anhänglich und auf dem Schoß ihrer Halter Platz zu nehmen, ist einfach ein großartiges Gefühl für sie. Wenn dein Hund sich aber zum Beispiel panisch auf deinen Schoß setzt, sobald er ein bestimmtes Geräusch hört oder aber ein anderes Ereignis seine Aufmerksamkeit erregt, kann es sein, dass er das aus Angst tut und Schutz bei dir sucht. Wenn das die Ursache ist, solltest du es ihm niemals verwehren, auf dir zu sitzen. Es ist nämlich auch ein Beweis dafür, dass er dir vertraut und du einfach sein sicherer Hafen bist. Aktuelle Studien haben mittlerweile übrigens den Irrglauben widerlegt, dass man einen Hund nicht trösten sollte, wenn er Angst hat oder unsicher ist. Allerdings solltest du auf jeden Fall herausfinden, was deinem Hund solche Angst macht und dann gezielt mit ihm an dieser Angst arbeiten. Auch aus Unsicherheit suchen vor allem kleinere Hunderassen Schutz auf dem Schoß der Besitzer. Ist das der Grund, könntest du mit deiner Fellnase an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten, damit sie in Zukunft selbstsicherer mit Dingen umgehen kann, die sie verunsichern. Anders verhält es sich, wenn du gerade mit deinem Hund unterwegs bist bei einem Spaziergang und ihr eine kurze Pause einlegt. Setzt du dich hin und dein Hund springt sogleich auf deinen Schoß und beginnt damit zu bellen und zu knurren, dann bedeutet das, dass du für deinen Hund eine Ressource bist und er jeden Menschen und jedes Tier von dir fernhalten möchte. Ist das der Fall, hol dir am besten Hilfe bei einem Hundetrainer. Dieser kann euch bei diesem Problem unterstützen, bevor es zu wirklich gefährlichen Situationen kommt. Ein weitaus harmloserer Grund, wieso dein Hund immer auf deinem Schoß sitzen möchte, ist, dass er einfach deine Anwesenheit genießt und es liebt, in deiner Nähe zu sein. Durch den Körperkontakt wird Oxytocin ausgeschüttet, auch bekannt als das Bindungs- oder Kuschelhormon. Er zeigt dir damit also einfach nur seine Liebe. Auch gibt es Hunde, die ihre Besitzer ständig belagern, weil sie andauernd in einer Art Erwartungshaltung sind. Sei es, damit sie Leckerchen bekommen, weil sie eine kleine Spielrunde einfordern möchten oder einfach nur, damit mit ihnen gesprochen wird. Es geht ihnen also vor allem um Aufmerksamkeit und durch das sich auf den Schoß des Besitzers setzen, bekommen sie diese am schnellsten und am intensivsten. Manchmal ist der Grund aber auch einfach nur, dass ein Hund Spaß daran hat und von uns Menschen immer wieder positiv verstärkt wurde. Immerhin finden wir es oftmals richtig gut, wenn sich unser Liebling ganz nah zu oder eben sogar auf uns gesellt. Wenn sich ein großer Hund wie eine Dogge auf sein Herrchen oder Frauchen setzt, ist das wahrlich ein Bild für Götter, das nahezu jeden, den Besitzer eingeschlossen, zum Lachen bringt. Die Fellnase hat daher sehr schnell realisiert, was sie tun muss, um ihren Menschen in eine gute Stimmung zu versetzen. Möchtest du jetzt noch wissen, was der wahre Grund dafür ist, dass dein Hund dich ständig abschlecken will? Dann klick auf das linke Bild und finde es in unserem Video heraus. Oder hast du dich schon immer gefragt, woran du erkennen kannst, dass du die Nummer 1 deines Hundes bist? Dann klick auf das rechte Bild und wir erklären es dir in unserem Video dazu.